Heidiho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Birth of Fire 3. Im letzten Part sind wir ja da von der einen Hütte zur anderen Hütte Ivan gefahren, also mit dem Lift da, und haben versucht den Sander zu entkommen, aber ja, wir sind leider da stehen geblieben, beziehungsweise sind wir jetzt wieder da bei dem Knilch, der was jetzt gerade angeht. Gebt auf! Es gibt keine Flucht, Fluchtweg mehr. Vergiss es, Junge. Meine Männer haben alle Wege nach unten blockiert. Es gibt keinen Entrinnen. Ihr könnt versuchen zu fliehen, aber wir gewinnen doch immer. Akzeptiert es, Kids. So ist das Leben. Ach ja, das denkst daran auch nur du. Los, Axel, springen wir. Was? Vergiss es, stirbt die Prinzessin, tötet mich mein Bruder. Tja, Pech gehabt. Was denkt ihr, was sie da tut? Na, wir sollen ja entkommen. Axel? Axel? Was soll ich tun? Bevor ich wieder gefangen werde, springe ich lieber. Aber jetzt schau, was Axel passiert ist. Naja. Übersetzungsfehler. Axel? Axel, bist du okay? Gott sei Dank. Ich dachte du. Ich bin okay, danke. Weil du zu einem Drachen wurdest und mich beschützt hast. Danke, Axel. Ich weiß noch nicht, wie, aber eines Tages revanchiere ich mich. Gehen wir. Die sollen uns doch nicht wieder fangen. Jetzt, wo wir so weit gekommen sind, oder? So. Gott sei Dank haben wir die jetzt mal für eine Zeit abgehängt. Ja. Jetzt gehe ich aber dich nochmal ganz kurz daher, weil du müsstest jetzt das nächste Gen sein, was wir bekommen. Mister? Ja. Axel hört die Stimme der Brut, die im Chris eingeschlossen ist. Du fandest das Umkehrgehen. Ja, und damit haben wir das zweite Gen offiziell erhalten. So. Zum Umkehr gehen. Moment. Großartiges zu sagen. Was ist jetzt gerade nicht? Weil es da eigentlich nicht viel gibt. Jawohl. Verteidiger. Okay. Ja. Umkehrung, also Kehrtfähigkeiten. Eigenmensch. Was genau das bedeutet, was ich selber leider nicht da. Und ja, ich sag's ein ganz kurz einmal. Ach komm. Ja, genau, beim Turm. Tun wir gleich. Weil du müssen wir als nächstes offiziell hin. Es ist ein recht großes Haus, nicht? Vielleicht können wir hier bleiben. Wir müssen auch jemanden fragen, wie man nach Windia zurückkommt. So. Ja, komm.
Kim doch wohl, was du da zu verkaufen hast. Heilkräuter, Domino, Handschuhe. Ammoniak, Hammer. Nehmen wir das hier halt nochmal zwei mit. Augentropfen brauchen wir nicht. Vitamin. Karmazesicherheit. Und da Heil. Ah, sogar 6 Heilkräuter noch. So, und wenn jetzt der Zufallskampf kommt, kann ich es eigentlich klar sagen. Was hast du zu sagen? Eine seltsame Frau lebt hier. Ein Bücherwurm. Sie hat überall viele verschiedene Fallen ausgelegt. Und bitteschön, ein Zufallskampf. So. Tun wir Knochenfaller, weil. Und wir tun. Besteigen. Flamme, Verteidiger und Umkehr gehen. Ja. Natürlich Drache. Oh ja. Oh ja. So, was haben wir alles an Fähigkeiten? Natürlich erstmal aus auf Eis Basis. Frostklau. Und sieh an. Das werden wir wahrscheinlich eher öfter benutzen müssen, die Drachenform. So. Das hat bestimmt die Kiste dafür da im Wasser gesehen. Ja. Die werden wir uns jetzt auch holen. So, jetzt weiß ich gleich gerade nochmal, wie das geht. Ah ja, genau. Genau. Jetzt war es wieder. Gibt man auf draußen. Ja. Genau. Jetzt war es wieder. Nochmal runter. Und man muss die komischen Steine da oder Kristalle mit der Nina untippen. Ja, das schafft man leicht. Oder? Ach, dich nicht. Ja. Die deppete Steuerung da am Emulator ist schon ein besonderes als auf der PSP. Zyklon. Ja, das trifft Klon. Ja. Na, okay, du weiter. Ach komm, das dauert ja was Gott wie lange. Mit Simon. Mit uns selber. Doch. Mit Axel, Dürmer, Doppelschlag. Zur Sicherheit, dass man, wenn die Sonne weg ist. Oh nein, schon mal weg. Simon und Doppelschlag. Was gibt's dir denn dumm Großartiges zu sagen? Eigentlich nichts viel. Also, dass ein paar Zufallskämpfer sein. Und ein paar versteckte Kisten. So. Ah, 30 Erfahrungspunkte. Ja, und da gehört der Trainingsort da. So. Gott sei Dank ist während des Kampfes, während dem Laufen, nur während der Zeit kein Zufallskampf. Das war jetzt. Nur noch ein Zufallskampf auch noch.
Ja, ich war's Zeit. Ob die Eier. Na, Kim. Ah, doch noch geschafft. Ja, die Steuerung beim Emulator ist schon ein anderes Kaliber als bei der echten Konsole, beziehungsweise bei der PSP. Darf ich jetzt die Fluchen umtreten? Ja. War ja klar, dass wir nicht fliehen können. Genau wegen dem Pulsauger. Bitte, so. Doppelschlag. Na? Ja. So. Damit wäre auch der Kampf hinter uns. Und der Heilmittel. So, bevor wir jetzt aber wirklich weitergehen. Heilung ist das halbe Leben. Du fandest Multivitamin. Naja, das war's wünschenswert. So, sonst ist da unten eh nix? Nö. Ach komm. Ei, nicht noch. Ruck. Und du Doppelschlag. Weil es lebt bestimmt. Überlebt bestimmt da, ne? Ah, sogar paar da. Na? Ja, habt ja gern. Du Zahnechse, du. Naja, es geht langsam. Anina ist sehr kurz vom Level Up wieder. So. Was gibt's eigentlich schon noch zu sagen? Was gibt's da? Achtung, hochgradiges Grüß. Viele Monster haben sich danach gesucht. Betreten auf eigene Gefahr. Momo. Dim. Ach, mei. Ach, geh, Kinder. Bei aller Liebe, aber die zwei Viecher ganz ferne sind schon eine Nummer für sich. Deswegen hoffe ich ja, dass ich jetzt noch ein klein wieder duften kann. Danke. Ging oft, also Vieh allein ist schon zart genug, also. Und gerade noch gegen zwei von jeder Sorte, das ist zart. So. Okay. Jetzt mach ich. Ja. Ah, da. Genau. Ja. Genau, ein Schlafplatz. Okay, dann werden wir an der Stelle einen kleinen Cut machen und die werden erstmal ein bisschen trainieren. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Bird of Fire 3 wieder und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß!